Hallo, mein lieber Skorpion, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Skorpione. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf, gerne ergänzend, die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, es geht hier um einiges, mein lieber Skorpion. Ja, also da stellt sich gerade einiges quer. Kann sein, dass hier viele anstrengende Personen um dich herum sind, ja, oder dass du hier vielleicht auch aktuell das Gefühl hast, fremdbestimmt zu sein, dich nicht wirklich frei entfalten zu können. Ja, also vielleicht sehr, sehr viele Verpflichtungen. Also irgendetwas ist hier los. Für viele, wie gesagt, das Gefühl, fremdbestimmt zu sein. Dann haben wir hier noch ein Thema. Da kann es natürlich tatsächlich um etwas Familiäres gehen. Da möchte ich nur noch ein bisschen mehr Einblick haben. Okay, es geht hier darum, dass du hier, also es geht hier um eine nahestehende Person, jemand, zu dem du aufsiehst, vielleicht auch eine Autoritätsperson, kann jemand aus der Familie sein, kann natürlich auch jemand aus dem Freundeskreis sein, vielleicht auch aus dem beruflichen Umfeld, sofern du berufstätig bist, ja. Also und irgendetwas ist dir hier klar geworden oder du bist dabei, irgendetwas zu erkennen. Und zwar, dass du diese Person ja immer in einem anderen Licht betrachtet hast, ja. Also dass hier irgendetwas ja dass du hier irgendetwas erkannt hast, was du nicht gedacht hättest, beispielsweise. Also das muss jetzt nichts Schlimmes sein, ja. Es kann einfach sein, dass du diese Person plötzlich in einem anderen Licht wahrnimmst. Von außen betrachtet können wir hier Folgendes erkennen, mein lieber Skorpion. Wir schauen uns deine Situation auch immer von außen an, also versuchen einen ja neutraleren Blick darauf zu bekommen. Wie sieht das von außen aus? Und da kann man erkennen, dass du hier aktuell sehr viel grübelst und zwar in eine sehr negative Richtung. Ich habe ja auch das Gefühl, dass du dir hier vielleicht, also das trifft jetzt nicht auf alle zu, aber doch auf einen gewissen Teil, dass du dir hier vielleicht an irgendetwas die Schuld gibst oder hier irgendwie die Schuld nur bei dir suchst. Wenn es hier um irgendwelche zwischenmenschlichen Themen geht, dann ist es üblicherweise so, dass jeder Beteiligte einen gewissen Anteil daran hat. Und was hier entscheidend ist, mein lieber Skorpion, ist, dass du hier erkennst, dass hier viele Gedanken schon zu weit vorausgesponnen sind, ja. Und das ist wichtig, das hier auch irgendwo dann zu stoppen, bevor das Ganze überhand nimmt, ja, weil das ist hier ein wirklich wichtiger Punkt.
Was ich dir schon vorab sagen kann, dass diese Stimmung, die sich hier aktuell zeigt, die soll sich auch auflösen. Also das ist auch absehbar. Das ist gar nicht so weit weg. Aber hier müssen einfach ein paar Schalter im übertragenen Sinne umgelegt werden, damit sich hier etwas verändern kann. Und nein, es geht hier nicht darum, das zu ignorieren, was sich hier gerade zeigt, sondern die Sichtweise zu verändern. Ja, also das kann man hier erkennen. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen, denn genau diese Blockaden sorgen eben in der aktuellen Situation für Verzögerungen bzw. Stillstände. Diese Blockaden sind auch bereit, aufgelöst zu werden. Teilweise geht es auch einfach nur darum, dass dir das Thema bewusst werden soll, um was es hier geht und dass man dann schon ganz automatisch etwas unternehmen kann. Wir schauen ohnehin dann in die Lösungsimpulse und abschließend noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und die Tendenz, das kann ich schon mal vorab sagen, die sieht schon sehr, sehr schön aus. Also bleib auf jeden Fall dran. Aber wir wollen jetzt zuerst mal wissen, wo stellt sich denn hier etwas quer? Da haben wir zum einen auf deiner Ebene einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, denn aktuell fühlst du dich in der Zeit ein bisschen zurückversetzt, beziehungsweise zeigt sich bei manchen hier ein altbekanntes Gefühl. Ja, da geht es um irgendeine negative Erfahrung aus der Vergangenheit, vielleicht eben auch aus der Kindheit, wo es dann auch wichtig ist, sich zu erinnern, was ist denn damals geschehen? Und da geht es eben auch um zwischenmenschliche Enttäuschungen. Und die Vergangenheit kommt dir hier aktuell ein bisschen in die Quere, ja? Und nicht, weil die Vergangenheit ist, sondern weil du dich hier unbewusst oder unterbewusst hier in die Vergangenheit zurückversetzt fühlst. Und wichtig für dich, mein lieber Skorpion, ist ja auch, dass du erkennst, du bist nicht mehr die Person von damals, du kannst jetzt anders reagieren. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch erfahren dürfen. Es geht hier um einen Neubeginn, der hier aktuell blockiert ist. Ja, wir bekommen hier die Phönixkarte. Die Phönixkarte ist schon auch immer ein Hinweis auf einen Teufelskreis, in dem du dich befindest. Das ist jetzt auch nichts Dramatisches und auch kein Grund zur Sorge. Wichtig ist hier nur, dass man das erkennt. Denn es geht hier auch darum, dass der Phönix irgendwann mal in der Luft bleiben soll. Ja, und da kannst du eben auch etwas verändern. Und aktuell beziehungsweise du bewegst dich gerade darauf zu, du bewegst dich auf einen Zeitraum zu, in dem du eine sehr, sehr gute Energie haben wirst und hier etwas dauerhaft verbessern kannst. Ja, und da geht es auch vor allem um dieses Gefühl, fremdbestimmt zu sein, ja, oder sich hier irgendwo vielleicht auch einer bestimmten Situation ausgeliefert zu fühlen, ja, und das ist hier wichtig. Und ich meine, das macht natürlich auch Sinn, dass hier dieser Neubeginn, der sich eben durch die Phönixkarte zeigt, blockiert ist, wenn du hier das Gefühl hast, irgendwie, ja, fremdbestimmt zu sein. Das macht natürlich, das ist dann natürlich ganz klar, dass das hier natürlich nicht der Neubeginn sein kann. Also da kann dann oder da soll dann auch etwas geschehen. Da bekommen wir dann ohnehin einen Lösungsimpuls, aber dazu gleich. Dann haben wir hier noch etwas im Umfeld. Und da geht es für manche tatsächlich auch um ein parasitäres Verhalten. Also wir schauen uns ja auch immer eine Blockade an, die direkt mit anderen Menschen zu tun hat. Und hier kann man sehen, dass hier manche vielleicht auch tatsächlich ausgenutzt werden. Das würde dann natürlich auch, das passt dann natürlich auch sehr gut auf die Ausgangssituation. Es kann aber auch sein, dass es hier einfach mal wichtig ist, nein zu sagen, ja, also irgendetwas ist hier auf jeden Fall los, was das Umfeld betrifft und bei dir ordentlich Energie abzieht, ja, also und das ist auch wichtig zu erkennen,
um wen geht es hier und was ist hier los? Das muss hier keine bösartige Person sein, ja? Also das sage ich auch immer wieder dazu. Da geht es mehr darum zu erkennen, was spielt sich denn hier ab, denn dann kann man auch etwas machen. Das kann eben auch sein, interessanterweise bei der Krebslegung war auch ein ähnliches Thema. Das kann eben sein, dass hier jemand sehr viel von deiner Zeit aktuell beansprucht. Und es hier vielleicht einfach mal wichtig wäre, eine Grenze zu ziehen. Jemand, der vielleicht gerade in einer schwierigen Situation ist und dich vielleicht einfach ein bisschen zu oft kontaktiert. Aber es kann natürlich auch sein, dass es hier ist, dass sich hier jemand bedient. Ja, also das schließe ich hier auf keinen Fall aus. Wichtig ist, dass du dir hier bewusst machst, was denn das ist. Denn ich sehe hier einfach, dass hier durch das Umfeld Energie abgezogen wird. Wir schauen jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Sollte sich hier eine Entscheidung zeigen, das sage ich auch immer wieder dazu, du triffst deine Entscheidungen final natürlich selbst. Das nimmt dir eine Kartenlegung zu keinem Zeitpunkt ab. Weder eine allgemeine noch eine individuelle Kartenlegung. Und manchmal und gerade bei allgemeinen Kartenlegungen kann das im Einzelfall passieren. Kann es auch sein, dass für dich einfach das komplette Gegenteil richtig und stimmig ist. Deshalb bleib bitte immer kritisch. Wir starten jetzt hier auf der Hauptebene, was eben auch diesen Neubeginn betrifft. Und das Universum sagt, mein lieber Skorpion, es ist Zeit, hier irgendwo auszumisten, ja, Dinge loszulassen, abzuschließen. Das Universum sagt, es ist wichtig, dass du dir hier bewusst machst, was du nicht mehr in deiner Zukunft siehst. Und dann hier auch irgendwo, ja, zu handeln, rasch zu handeln. Und da gibt es einiges, so wie ich das sehe, das dich wirklich stört. Ja, das kann eben auch sein, dass es hier um zwischenmenschliche Themen geht, dass du hier vielleicht oder dass du hier vielleicht vielen Verpflichtungen nachkommen sollst, die du gar nicht machen möchtest, die eigentlich auch gar nicht deine Verantwortung sind, und wo sich auch vielleicht jemand anderes darum kümmern könnte. Da geht es dann nicht darum, dass man sich hier streiten muss, sondern einfach auch darum, das abzuklären. Ja, also es geht ja ganz stark darum, Ballast abzuwerfen. Und da gibt es einiges, das in deiner Zukunft so gesehen nichts mehr verloren hat. Und da ist es einfach auch wichtig, jetzt Schritte zu setzen, sich klar darüber zu werden und Platz zu schaffen. Denn dieser Neubeginn, der braucht natürlich auch Raum, um sich entfalten zu können. Dann haben wir hier noch etwas. Wir schauen hier jetzt mal auf deine Ebene, da geht es eben auch um das Umfeld und das Universum sagt, es ist hier wichtig, dein gesamtes Umfeld zu betrachten. Und es geht hier auch darum, etwas zu erkennen. Ja, und du hast hier verschiedenste Kontakte und manche sind sehr, sehr positiv, wie ich das sehe, und auch auf Augenhöhe. Also da gibt es verschiedenste Verbindungen und es gibt hier eben auch ein paar Verbindungen, die schwierig sind und das tendenziell vielleicht schon irgendwo immer. Und das heißt jetzt auch nicht, dass du hier irgendeine Verbindung beenden sollst oder kappen sollst, sondern es geht mehr darum, das zu erkennen, welche Verbindungen das sind. Denn das wird dir hier auch dabei helfen, diese Blockade zu lösen, die mit der Vergangenheit zu tun hat. Also da kann es sehr gut sein, dass es hier vielleicht um die ein oder andere Verbindung geht, die schon sehr lange besteht, wo es vielleicht auch um diese negative Erfahrung geht. Also irgendeine Enttäuschung im zwischenmenschlichen Bereich. Ja, also das können natürlich auch ein paar Enttäuschungen sein, die da stattgefunden haben. Aber wichtig ist zu erkennen, mit wem hat das stattgefunden, was ist denn da geschehen? Und vielleicht ergibt sich hier für manche auch die Chance, das zu klären, ja, also dass man darüber spricht. Denn ich habe hier schon auch das Gefühl,
dass über bestimmte Dinge noch nicht gesprochen wurde, ja, also dass hier irgendwie eine Art Elefant im Raum steht, wo jetzt auch die Zeit kommt, das zu klären. Und das kann durchaus eben auch mit dieser Person zu tun haben, die sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat, ja, also wo du jetzt jemanden in einem anderen Licht wahrnimmst. Wir schauen jetzt noch ins Umfeld, da brauche ich allerdings noch eine Information. Okay, spannenderweise fällt hier auch diese Karte wie in der Krebslegung, die ist nämlich auch an diese Position gekommen. Es geht hier um einen Ausweg, der sich hier zeigt, das Umfeld betreffend. Vielleicht gibt es ja eben auch mehrere Kontakte, wo hier etwas in eine Schieflage geraten ist. Das Universum sagt, es ist wichtig, dass du die Kontakte betrachtest, also das kann hier durchaus auch zusammengehören, die Kontakte betrachtest, die in ein Wachstum gehen, ja, also wo hier ein Geben und Nehmen ist. Und das heißt natürlich nicht, dass man immer sofort geben oder zurückgeben muss, wenn man etwas erhalten hat, sondern das ist ja auch etwas, das man über einen längeren Zeitraum betrachten kann. Und hier sagt das Universum, fokussiere dich mehr auf die Kontakte, ja, die hier in einer Ruhelage oder die hier irgendwo sich ruhiger anfühlen, woher auch ein Urvertrauen besteht. Für manche kann es ja auch tatsächlich um finanzielle Themen gehen, vielleicht eben auch für manche könnte es hier auch um Geschäftspartner gehen, wo man gemeinsam etwas erwirtschaftet. Das können natürlich auch Personen aus dem privaten Umfeld sein, wo man gemeinsam eben etwas aufbaut. Für manche eben auch eine bestehende Partnerschaft, das kann ich ja auch erkennen, wo man ja auch dann gemeinsam, also wenn das eine Langzeitpartnerschaft ist, ja auch gemeinsam an etwas arbeitet, gemeinsam eben auch etwas aufbaut. Und das ist hier auch sehr wichtig, dass du dir hier darüber bewusst wirst, welche Kontakte sind denn das? Denn dann kannst du auch erkennen, bei welchen Kontakten dir hier irgendwo die Energie ausgeht oder abgesaugt wird, unter Anführungsstrichen. Und da geht es dann eben auch darum, bestimmte Grenzen zu setzen. Und noch einmal, das muss nicht heißen, dass diese Person oder diese Personen hier irgendeine negative Motivation dir gegenüber haben müssen, sondern es geht hier einfach auch ein bisschen um Selbstschutz, ja. Und es ist wichtig, dass es dir gut geht, denn dann kannst du natürlich auch für andere gut da sein. Nur so, wie ich das hier sehe, wird hier vielleicht auch nicht wirklich Rücksicht genommen bei manchen, ja. Und das ist eben entscheidend. Wenn bei dir der Kelch voll ist, dann kannst du das, was drüber hinausgeht, natürlich auch austeilen. Aber wenn du hier keine Energie hast, dann bist du natürlich, ja, dann ist das natürlich eine schwierige Situation. Und das ist hier wichtig, dass sich hier auch etwas verändert, ja. Und vor allem eben auch das, was hier nicht mehr in dein Leben passt. Das ist hier auch sehr, sehr wichtig, dass du das hier erkennst. Denn dadurch wirst du auch den Kopf frei bekommen und der Phönix wird aufsteigen. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, denn wir haben hier durch die Bank Schicksal, ja, also wir haben hier schon drei Karten, die mit Schicksal zu tun haben, im positiven Sinne, und ganz zentral liegt hier ein Wiedersehen. Ja, eine Wiedervereinigung. Das kann für manche tatsächlich sein, dass man hier einen Kontakt wieder trifft, den man lange nicht gesehen hat, wo eben auch eine Seelenverwandtschaft besteht, dass hier vielleicht eben auch Raum entsteht für dieses Treffen. Das kann natürlich auch sein, also das spüre ich auch für manche, dass hier ein neuer Kontakt ansteht und
dass man sich, also das hängt jetzt natürlich auch davon ab, woran du glaubst, aber für manche ist es hier ganz wichtig, dass ich das auch durchgebe, dass man hier jemanden wieder trifft aus einem früheren Leben, aus einer früheren Inkarnation. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und was sich hier zeigt, diese Person wird dir bekannt vorkommen. Ja, also man wird sich hier spielend verstehen, ja. Und da geht es irgendwie auch um eine Seelenverwandtschaft. Also für manche wirklich eine tatsächlich bekannte Person und für manche steht hier eben, wie gesagt, eine andere Art von Wiedersehen an. Wirklich, wirklich spannend. Und das können hier aber sogar auch, das kann hier sogar auch mehr als eine Person sein. Das kann ich hier auch sehen. Das hängt jetzt aber auch wieder von deiner Situation ab. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und das hat auch eine ganz angenehme Stimmung, ja, also was ich hier wahrnehmen kann. Auch eine Beruhigung kann ich hier ganz klar wahrnehmen. Dann haben wir hier noch etwas. Also hier ist ja die Ebene des Umfeldes und da zeigt sich auch der richtige Zeitpunkt. Und für mich hängt das hier auch zusammen. Ja, also der richtige Zeitpunkt, das Umfeld betreffend. Da kommt irgendetwas auf dich zu. Und ich glaube eben, dass es hier um dieses Treffen geht oder dieses Wiedersehen, das hier auch angekündigt wird. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass du dafür irgendwo frei bist, unter Anführungsstrichen. Für manche kann es ja auch tatsächlich durchaus um die Liebe gehen oder eben um ja etwas Freundschaftliches. Es kann natürlich auch etwas Berufliches sein. Wenn du neu hier bist, ich lege nicht direkt zum Thema Liebe. Ich spreche nur dazu, wenn es sich von selbst in einer Legung zeigt. Ja, also nur, dass du dich dann auch auskennst. Wer hier öfter einschaltet, der weiß das natürlich bereits. Und das ist hier auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wichtig ist eben auch, dass du auch auf die Verbindungen schaust, die für dich rund laufen, ja, also wo ein Vertrauen besteht, ein Urvertrauen besteht und dadurch ziehst du das Ganze eben auch an und wirst hier, wie gesagt, auch einen Ausweg erkennen, der sehr befreiend ist und das kommt dann eben danach. Und auf deiner Ebene haben wir hier auch Schicksal liegen, also das, ich denke, es geht hier wirklich für viele einfach um diese Begegnung. Das kann natürlich auch noch etwas anderes sein, mein lieber Skorpion, also dass sich hier eine Möglichkeit auftut, ja, etwas, auf das du sehr lange gewartet hast. Ich sehe hier einfach ganz stark auch Erleichterung, Leichtigkeit liegen und eben dieses Schicksalthema. Und ich sehe hier einfach auch, dass du hier sehr, sehr befreit bist und hier etwas aus der Vergangenheit hinter dir lassen kannst. Und offenbar spielt das aktuelle Umfeld hier eine große Rolle und dass dir hier auch einiges klar werden soll. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr spannend, mein lieber Skorpion. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.